Zack, da ist er. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, Probefahrt war jetzt leider nicht möglich, beziehungsweise hat sich absolut nicht gelohnt. Der Eingriff hat jetzt ja 15 Minuten maximal gedauert. Ich habe dabei schön genüsslichen Kaffee getrunken und dann war die Sache auch schon erledigt. Deswegen hat das jetzt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Gerade jetzt auch den Umständen entsprechend da jetzt eine Probefahrt durchzuführen. Muss natürlich auch wieder besondere Vorkehrungen getroffen werden wegen Ansteckungsrisiko und so weiter und so fort. Generell ist es natürlich möglich und machbar, aber warum soll ich jetzt die Mitarbeiter da jetzt mit irgendwelcher Arbeit belasten, die jetzt nicht unbedingt nötig ist? Da werden wir im Sommer vielleicht nochmal eine Probefahrt machen, wenn sich die ganze Chose hoffentlich beruhigt hat und alles seinen normalen Gang nimmt. Muss sowieso noch mal im Sommer hin wegen einer Inspektion und TÜV muss gemacht werden und dann kann man immer noch mal eine Probefahrt machen. Ja, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Fahren jetzt noch mal ein bisschen warm die Kiste. Wobei warm sollte sie jetzt eigentlich sein. Stand da jetzt wie gesagt nur 15 Minuten. Dann werden wir gleich mal den Quickshifter testen. Oh, da geht jetzt die Reservelampe an. Tanken müssen wir auch. Das machen wir jetzt hier gleich an der Shell-Tankstelle. Werde ich jetzt auch noch mal Luft kontrollieren, wie viel die Gute hier an Luftdruck verloren hat innerhalb von 5 Monaten. Aber die Reifen fühlen sich momentan immer noch relativ hart an. Dass ich davon jetzt ausgehe, dass nicht allzu viel verschwunden ist an Luftdruck. Ach guck mal, da ist doch schon der Luftdruck. Ach, defekt, ey. An jeder Shell-Tankstelle stehen diese Säulen mit einem Zettel dran, defekt. Das darf doch nie wahr sein. Wir fahren jetzt Hohensieburg Richtung Herdekeller und dann wenn wir da irgendwo eine Tankstelle ansteuern. So, zweiter Gang, 3,5. Ja, also Quickshifter funktioniert auf jeden Fall. Oh, jetzt kommt hier, glaube ich, gleich eine Tankstelle, meine ich. Kriegt sie endlich neuen Sprit? Der ist ja hier schon 5 Monate alt. Aber ich tanke ja sonst eigentlich immer dieses gute Ultimate oder V-Power. Da sind ja spezielle Additive drin, die den Sprit jetzt auch nicht so schnell altern lassen wie den herkömmlichen Super oder Super Plus. Bin mal gespannt, ob sie irgendwie weicher schaltet oder so und das irgendwie merkt. Ja, Triumph wird jetzt die Niederlassung Dortmund wird das an Triumph weiterleiten, dass meine Maschine mit der Fahrgestellnummer mit der FIN in der Werkstatt war, den neuen Umlenkhebel bekommen hat, somit der Rückruf abgeschlossen ist und Triumph meldet das dann an die Zulassungsstelle und die ist dann auch zufrieden. Ich darf mein Siegel behalten, darf dann weiterfahren. Sie wird nicht stillgelegt. Bin ich jetzt an der Tankstelle vorbeigefahren oder was? Ach egal, fahren wir da in Schwerter nach Aral oder was? Aber Blibber funktioniert auch. Runter, ja. Wunderbar. Also langsam komme ich auch wieder ins Speed Triple Feeling rein. Aber leider kann man das Fahren irgendwie nicht so ganz genießen, weil man hat immer den Hintergedanken, die aktuelle Situation und Lage. Kommt sich richtig blöd und unsolidarisch vor, wenn man jetzt hier mit Motorrad unterwegs ist, aber gut, die Leute wissen halt nicht, dass ich heute fahren musste. Oh, da ist auch einer mit dem Moped unterwegs. Einer R1200R in weiß, blau. Schick, schick. Fährt bestimmt zur Arbeit, der gute Mann.
und hat natürlich kein Auto zu Hause, ne? Ist klar. Aber ich sehe das Ganze ein bisschen entspannt. Ich sag mal so, es gibt ja auch viele unter uns, die wohnen alleine, haben keine Familie. Das Motorrad steht in der Garage, sie haben sich jetzt so drauf gefreut und die Decke kommt einem immer näher. Oder machen Homeoffice, kommen kaum raus, können sich nicht mit Freunden treffen oder mit Bekannten. Ja, und da finde ich, das ist meine persönliche Meinung, sollte man das dann auch nicht zu eng sehen. Also bevor einem irgendwie die Decke auf den Kopf kommt und man verfällt in irgendwelche Depressionen und geht seelisch quasi kaputt und ein, dann fahrt doch mal eine kleine Runde. Ja, klar, es kann immer was passieren, aber sag mal, eine kleine Hausstreckenrunde, schön vorsichtig, mit angemessenem Tempo. Also da würde ich keinen für verurteilen, dass er da fährt in dieser Zeit. Auf gar keinen Fall. Also da sollte man doch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja, wenn man jetzt hier mit dem Fahrrad unterwegs ist, da kann man genauso umgefahren werden. Passiert wahrscheinlich noch viel mehr, weil man gar keine richtige Schutzkleidung anhat. Naja, schwieriges Thema, ne? Staubsauger sind abgesperrt. Kann ich hier wenigstens Luft prüfen da? Oder ist der auch defekt? Nö. Bin gespannt. Mal, wo soll ich denn jetzt hier Luft prüfen? Ey, das ist doch eine Scheiße. Diese Corona-Kacke geht mir langsam auf den Sack, ey. Wahrscheinlich deswegen auch abgestellt, ey. Soll jetzt eine Fahrradluftpumpe nehmen oder was? Also langsam übertreiben sie es echt, ey. Gehen wir erstmal tanken. Frage ich mal, wie ich hier Luft auffüllen soll, ey. Aber tanken darf man, ne? Zahlen darf man. Alles, was Geld kostet, das funktioniert natürlich noch. Da ist Ultimate. Ach, da ist auch noch ein Luftprüfer. Fahren wir da hin. So, meine Lieben. Vorne hatte sie 2,3 statt 2,5. Und hinten hatte sie 2,7 statt 2,9. Also 0,2 verloren. In, wie gesagt, 5 Monaten Standzeit. Passt, bin ich mir zufrieden. Trotz Metallwinkelventile. Ah, so ein paar sind am Fahren. Ist ja auch kein Problem, ne? Man ordentlich und gesittet vorausschauend fährt und die Seele ein bisschen frei bekommt, auf andere Gedanken kommt, bevor man, wie gesagt, in irgendwelche Depressionen verfällt, anfängt seine Frau zu schlagen oder was auch immer. Nein, Spaß, aber dann schwingt euch lieber aufs Moped. Wie gesagt, fahrt ein Ründchen. Ne? Arbeiten dürfen wir auch. Manche üben auch gefährliche Berufe aus, die sie jetzt auch noch weiterführen müssen, auch in dieser Krise. Da kräht auch kein Haar nach, ne? Dass man da im Fall der Fälle ein Intensivbett belegt, was, ja, wie gesagt, in dieser Zeit vielleicht ein anderer benötigen wird oder könnte. Und solange wir irgendwelche Patienten aus dem europäischen Ausland aufnehmen können, weil dort die Intensivbetten knapp sind, scheint die Lage hier in Deutschland noch recht entspannt zu sein. Aber viele Motorradunfälle enden ja auch tödlich. Ja, ich wollte schon fast sagen, wenn er einen macht, dann macht ihn richtig und fahrt mit einer Holzkiste nach Hause. Dann seid ihr wenigstens so solidarisch und belegt kein Krankenhausbett. Das ist natürlich Quatsch, ne? Richtig makaber, was ich hier erzähle. Ja,
ging ich in die Tankstelle rein, wollte bezahlen, sagte er, ja, maximal 2 Kunden. Ja, ich sage, ist okay. Aber Helm sollst du absetzen, ne? Wobei das ja eigentlich der beste Schutz ist gegen Tröpfcheninfektion. Naja, hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, hier den Saisonstart mit der Speedtrippe. Ja, fahr mal. Ich sehe hier mit dem Fahrrad rumgurken, das ist auch gefährlich, ne? Wie kann man nur? Könntest ja vielleicht ein Intensivbett belegen, wenn du einen Unfall hast. Also Leute, schön zu Fuß laufen. Ach nee, da kann ja auch was passieren. Also am besten beamt ihr euch zur Arbeitsstätte. Ach nee, so weit sind wir ja noch nicht. Ja, wie gesagt, dann am besten zu Hause bleiben, sich in Watte einpacken, gar nicht erst das Bett verlassen. Wobei, dann legt man sich hinterher noch wund, ne? Hat Muskelschwund, kann dann gar nicht mehr aufstehen und benötigt dann auch wieder ärztliche Hilfe. Schon richtige Zwickmühle, was soll man machen? Ja. Alles nicht so einfach. Aber auch da gilt, Kopf einschalten, Hirn einschalten, ein bisschen nachdenken. Handschuhe zum Beispiel beim Tanken anziehen oder angezogen lassen. Ich will ja nicht wissen, wer da alles die Zapfpistolen anrührt. Ja, gewissen Abstand halten zu den Mitmenschen, auch wenn es einem schwerfällt. Aber jetzt so wie in Bayern, das finde ich schon krass, eine totale Ausgangssperre zu verhängen. Dass die Leute wirklich nur noch das Haus verlassen dürfen oder die Wohnung verlassen dürfen, wenn sie arbeiten gehen oder zum Arzt oder einkaufen oder zur Apotheke, also die nötigsten Sachen für ihr Leben erledigen müssen. Das finde ich schon hart. Weil wie gesagt, das Wetter wird jetzt schön. Heute soll es 20 Grad werden, die ersten warmen Tage kommen jetzt. Die Woche soll jetzt auch so bleiben. Dann steht Ostern vor der Tür und wie gesagt, es gibt viele Singles, gerade in Deutschland. Der Trend geht ja mehr so zum Single-Dasein hin. Viele gründen ja schon gar keine eigene Familie mehr. Zumindest ist das in der Stadt so. Da wohnt jeder für sich, jeder hat seine kleine Wohnung und dem fällt doch bald die Decke auf den Kopf. Ne? Und jeden Tag irgendwie um Häuserblock laufen, das kann es ja auch nicht sein. Ne? Oder jeden Tag die Wohnung verlassen, nur weil man dann halt einkaufen gehen muss, beziehungsweise nur weil man noch einkaufen gehen darf oder durch irgendeinen anderen Vorwand dann halt die Wohnung verlassen, um ein bisschen in den Genuss zu kommen, frische Luft zu schnappen. Das finde ich schon hart in Bayern. Ja, da haben wir es hier in Nordrhein-Westfalen oder auch die anderen Bundesländer, haben es dann auch deutlich besser getroffen mit dem Kontaktverbot. Ne? So, oh, mal ein bisschen hier. Ach ja, ist das alles traurig. Einziger Vorteil ist, es ist wirklich relativ wenig Verkehr auf den Straßen. Was natürlich manche unter uns zur Raserei verleitet. Das ist natürlich ein No-Go, jetzt die Krise diesbezüglich auszunutzen, aufgrund der freien Straßen jetzt hier mal richtig am Kabel zu ziehen und dann mit 200 über die Landstraße zu ballern. Also wie gesagt, absolut frei sind teilweise. Es herrscht teilweise wirklich gar kein Verkehr. Oder wie gesagt, nur sehr wenig. Das ist natürlich ein absolutes No-Go und gibt einen ganz dicken Daumen nach unten von mir. Naja. So, die Butze ist jetzt wieder voll. Oh, da war eine Triumph Rocket. Habe ich den gar nicht gegrüßt, weil ich hier am Fummeln war.
Ja, ich würde jetzt gerne noch ein Ründchen mit euch durch Sauerland fahren, aber wie gesagt, ein bisschen den Ball flach halten. Wir wollen jetzt ja auch unbedingt nicht irgendwie eine Spaßfahrt veranstalten. Schon gar nicht mit höherem Tempo. Von daher können wir uns das dann auch schenken. Und Blibber, komm hier. Zack. Zack. Wobei ich den Schaltautomaten, jetzt nicht weil er schlecht funktioniert oder so, auch nicht weil er schlecht funktioniert an der BMW GS, ich habe, also den Schaltautomaten benutze ich wirklich recht wenig. Ich bin der Meinung, ab und zu ist es ja auch so, dass man die Schaltvorgänge auch merkt, ne, in Form eines kleinen oder doch etwas stärkeren Rucks, ne, was man so im Fahrzeug spürt. So den Gangwechsel spürt man. Den hat man jetzt nicht gespürt, den auch nicht. Den schon etwas mehr. Und diese Kräfte, dieses Rucken, sind ja Kräfte, mechanische Kräfte, die da wirken. Die müssen doch irgendwo hin, ne? Wo verteilt sich der ganze Kram? Wo verteilen sich die Kräfte? Deswegen bin ich der Meinung, dass das häufige Quickshiften oder Blibbern dann doch längerfristig gesehen irgendwie Auswirkungen aufs Getriebe hat, beziehungsweise auf die Standfestigkeit. Noch gibt es ja quasi keine Studien dazu. Die Technik ist ja für den Otto-Normalverbraucher erst seit ein paar Jahren zugänglich, beziehungsweise wird in Serie angeboten, produziert. Teilweise serienmäßig, teilweise optional, ja wie bei Triumph. Da bin ich mal gespannt, so in 10 Jahren, wer da irgendwie einen Getriebeschaden hat oder einen Motorschaden, ob sich das irgendwie in Verbindung bringen lässt mit dem Quickshiften oder Blibbern. Weiß ich, vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung dazu. Schreibt es ganz gerne mal unten in die Kommentare rein. Oder vielleicht auch Erfahrungen. Ach, schön. Schön, schön, schön. Ich muss erstmal so langsam reinkommen wieder in diesen Motorflop-Flow. So, können wir hier gleich mal raus beschleunigen. 300.000, 70 km/h im vierten. Wir gehen dann mal mit dem Blibber, mit dem Quickshifter in den fünften. Ja, funktioniert. Schön. Ast rein gemacht. Grüße gehen raus an den Mechaniker von der Niederlassung Dortmund. Und Blibber. Jawohl. Also so vom Schaltvorgang an sich, vom Rucken und so weiter, hat sich jetzt eigentlich, glaube ich, nichts getan. Bezüglich des neuen Umlenkhebels jetzt. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt auf langer Sicht verhält. Ob da doch nochmal irgendwie der Gang rausspringt oder beziehungsweise nicht hochgeschaltet wird. Der jetzt wirklich astrein arbeitet, zu 100% zu jeder Zeit. Naja, wir werden sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. In diesem Sinne, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Hoffentlich gesund und munter, ne? Und wie sage ich immer so schön, oben bleiben, ne? In diesem Sinne, haut rein. Bis denn. Ciao, ciao.